Okay. Ah. Na, guck mal, das tut jetzt. Laden und aufnehmen. Okay. Bis später. Okay. Junge, in sechs Gang. Bernhard Schmidt. Sag das mal. Ey, weißt du. Der Achim, der macht doch Dinger, ey. Sechser Eisen, ganz normal. Aber rund, Sechser Eisen rund gedreht. Fertig. Nicht zu löten, nichts zu machen. Da hängt man sich ja nicht dran auf. Da macht man dann erstmal was sonst noch alles. Die Liege hinten. Hat er gemacht. Zug. Liege hinten und Zug hat er gemacht. So kannst du ihn. Ja, warte erstmal. Der denkt, das ist ein Steckschlüssel da drin und das ist aber keine Nuss oder so. Das ist ein 6 mm Inbus, aber runtergedreht. Ja, so ist das. Also, erstmal Pause. Willst du nicht die letzte durchdrücken? Die? Warum willst du nicht durchdrücken? Na, weil die bald ausfallen wird. Die sieht so aus. Da kommt der Zug hinter geklemmt. Das ist die Zugklemmung. Da wird der Rest vom Zug, wenn den abschneidest, wenn er andersrum läuft, dann ist einfach dahinter sitzen. Das ist sowieso eine Zugklemmung. Da fällt nicht raus. Die Niete ist fest. Ja. Weil das ist korrigiert. Den hier halt, wenn du mal schauen möchtest. Ich weiß, das ist aber durchgeschliffen. Das habe ich schon gesehen. Ich habe ja schon, die Schaltung habe ich ja schon gemacht. Runterschaltet er ganz runter, nur den eben, wie gesagt, den schaltet er nicht. Weil der hier oben durchgeschliffen ist. Ja. Nee, der ist ja noch in einem Teil, der ist ja noch nicht durchgeschliffen. Ja, aber der ist hier, ja, die Stelle, die dagegen drückt, ist nicht mehr existent. Ja. Und dass es zurückdrückt, das ist das Problem. Also liebe Leute, ich weiß nicht, was los ist, die Kamera spackt wieder rum oder die Karte, ich weiß es nicht. Okay, also hier, Bremsbelagwechsel. Mann, irgendwie den ganzen Tag schon spinnt die Karte jetzt hier, ja? Oder eben die Kamera. Ich brauche unbedingt was Neues wieder. Was Neues, was funktioniert, ganz genau. Man kann ja nicht sein, dass man so viel Geld ausgibt, das ist ja nur wirklich nicht wenig. Sagen wir mal 500 Euro für so eine Kamera. Wenn die gerade rauskommt, sind die ja schweineteuer, das ist ja ähnlich wie bei Apple. Oder funktionieren die ein halbes Jahr, ein Jahr? Manchmal nicht mal, ist ja schon umgetauscht worden hier die Kamera. Habe ich ja schon einmal umgetauscht. Seit 3 Wochen funktioniert oder sowas war das am Anfang. Dauernd ausgefallen, das gleiche wie jetzt eigentlich. Dann frisst sie Karten ohne Ende. Sind auf einmal nicht mehr lesbar. Sein. Guck mal wieder, was denn das? Scheiße. Ach, eine 8 drin ohne Ende. Mach mal nur neuen Bremsbelag, bremst nicht so gut. Oh Gott, nee. Hey, was ist denn das? Da ist ein gutes Hinterrad drin, was ist denn da passiert bei ihm, ey?
105er. Hat er das nicht von uns? Das vom BWF war das. Wahrscheinlich haben die das selber eingespeichert in ihre Kackmaschine. Ja. Mit zu wenig Vorspannung. Total locker, die Speichen alle gewesen. Ja. So was verkaufen die für teuer Geld. Gibt's ja nicht. Ich nochmal selber drüber gehen hinterher. Gut, jetzt weiß ich Bescheid. Also bei BWF vor eingespeichten Laufrädern. Hütet euch. Da muss man nochmal drüber gehen. Geht ja nicht von alleine, dass sich das lockert. Das hat ja noch gar nicht so lange hier das Rad. Das ist ja peinlich, ey. Das kostet ja auch Geld. Das kostet über 100 Euro, du Hinterrad. Das ist ja auch kein Schrott eigentlich. Eigentlich nicht dafür gemacht sein, dass man da hinterher als Händler nochmal nachgehen, nachzentrieren muss. Also eigentlich, wenn du ein fertig eingespeichert Laufrad bestellt, sollte es stimmen. Hallo. Alles gut? Ja, geht so. Dauert im Moment lange, ja? Ja. So, jetzt aber. So, jetzt aber hier, was ist denn? Was machen wir jetzt so? Machen wir jetzt so mit dem kaputten hier, mit diesem kaputten Rad. Alles kaputt. Nicht, kann man. Alles im A. Ach, wie leise auf einmal. Hey. Ja, Wahnsinn. Nein, das meinte ich jetzt eigentlich gar nicht. Ich erreiche wieder alle drei vorderen Gänge. So. Klappe wieder auf. Ja, zeig draußen noch so den Patienten, den hole ich jetzt mal rein und mach da noch einen Zug drin. Ein richtiger Patient ist das der. Gefrickel hier, gefrickel da. Beste Schloss ever.
Hier. Ja, kann ich dir zeigen, wie du das aufmachst. So. Ha! Hier, nur ein Karabiner. Hey, Leute. Hallo. Gleich. Moin, Herr Klein. Alles gut? Alles klar. Ja, muss ja. Was? Muss ja. Na ja, das ist ja prima. Ja. Und bei Ihnen? Auch. Geht, wa? Ja. So. Wieder ein Tag. Haben Sie ein Mädchen für mich? Ach, hören Sie auf mit Mädchen, was wollen Sie denn damit? Spielen. Nehmen wir nur Ärger. Was? Die machen doch nur Ärger. Ach, und dann tritt den Hintern. Das wird ausfliegen. Das Mädchen kriegt einen Tritt in den Hintern, ja? Ja. Eieiei. Nee, habe ich leider nicht. Nee. Nein, liebes Mädchen, wenn Sie eine finden. Ich sag Bescheid, ich schicke die zu Ihnen. Ja, ja, okay. Eine flotte Biene. Ja, ja. Also. Gut. Tschüss. Tschüss. Innen verlegt der Schaltzug wieder. Soll es auch wieder werden. Wart und soll es werden. Also Zug durch in die alte Hülle. Alte Hülle durch. Und weg. Neue Hülle. Das schaltest du? Hab ich schon. Hab ich schon hier. Ich rede noch mit den Leuten, die eventuell zugucken. Ah. Weiß ich ja nicht. Wenn da überhaupt jemand interessiert hier. Zwack, da ist er. Wunderbar. Haben wir das? Hülle ist drin. Zug ist raus. Kappe kommt drauf. Endkappe drauf. Zack. Komm mal. Jetzt den Rest des Zuges hier unten verlegt bis zum. Ja. Passt nicht ganz. Ach Mensch. 15er Eisen. Oh Mensch, ich will eine Brenne hier. Moin. Ja bitte? Was hast du da am Fahrrad? Was hat für eins? So ein Vintage-Hipster-Ding. Haben wir nicht. Habt ihr nicht? Nee. Ah, ja. Vintage-Hipster leider nicht bei uns. Gibt's den Laden weiter. Da gibt's sowas. Ah, okay. Hausnummer 30. Voll mit Vintage und mit Hipstern. Alles klar. 200 Meter in die Richtung. Super. Hausnummer 30. Ciao, ciao. Bis dann. Voll mit Vintage und mit Hipstern. Das ist herrlich. Wieso hast du doch? Du hast doch Vintage und Hipster. 450 aufwärts. Ja, aber wenn einer kommt und sucht Vintage-Hipster. Habe ich nicht. Na, die wird gelockt. Ich will auf die Schiene nicht runterziehen. Nur. Ah, das ist auch alles nicht. Ich mag das nicht. Ah, das ist, mir fehlen 5 cm Zug hier.
Nimm mal das Gebrauchte. Ja, scheiße. Manchmal ist Gebrauch doch zu kurz. Geht halt nicht. Manchmal muss man neu sehen. Vintage und Hipster. Na, ich sehe zwar aus wie ein Hipster, oder? Oh, der hat einen Bart. Das ist ein Hipster. Wenn sie da wirklich kein Hipster. Einfach nur stehen faul. Alter, wenn die Spannung rauskommt, der Gang nicht, mache ich Spannung drin, kommt der andere Gang nicht. Machst du ja echt spannend. Der Spannung. Ist er, dass man eine Kettenschaltung hat? Hallo. Hallo. Namen schalten. Ich brauche einen Scheinwerfer. Einen haben wir noch neu. Einen hast du noch neu, wo denn? Da in dem Regal, wo die Scheinwerfer sind. Wenn sie Namendynamo hat. Haben sie Namendynamo? Entschuldigung. Haben sie Namendynamo an dem Fahrrad? Nein. Hier. Oder brauchen sie so Batterielicht? Das hier ist jetzt für ein Namendynamo. Das ist ein nicht Batterie oder? Nein, das ist ohne. Mit Kabel. Ja, das stimmt. Passt? Ja, ja. Ja, okay. Ja. Nur die Kette? Nur die Kette. Na, nur die Kette? Nur die Kette. Fragezeichen? Ausrufezeichen? Nur die Kette? Nur die Kette. Wie viele Gänge? Drei, drei, sechs, acht. 15 Euro. Haben wir da, wa? Ja, reichlich. Ja. Ja, mit Montage. Was? Und mit Montage? Willst du die Kette selber aufmachen oder sollen wir das machen? So beide für 30 machen wir. Tommy, er will handeln, dein Part. Wieso handeln? Wir haben leider keine Ketten mehr da. Ja? So was mit Handeln oder so. Also ich glaube, ich habe nicht direkt den Finger. Deswegen, nee, kostet, was es kostet. Also verhandeln war es da nichts. Außer du machst es halt selber, dann sparst du halt. Ne? Also die Kette kostet 15 Euro. Das Aufmachen kostet 5 Euro. Und na, Schaltzug halt, wenn es jetzt ein Schaltzug umschaltet. Bremszug. Bremszug, 18 Euro. Wie ja. Okay. 18. 18. Ja, nicht 80. Mhm. Aber kann ich ja also so, wenn ich gedacht, ne? Ja, klar. Ach, nee, also. Bremszug. Genau, Bremszug 18 Euro. Ein 8. Genau. Wenn ich hätte mit Montage 20 Euro. 20, genau. Ja. Ja, 38 Euro. 30. Genau. Und so mal Blitz. Ja? Welche Rechnung existiert? So, zusammen 38. Richtig, ne? Mangel. Was Arbeit war denn? Dicke Fische! Können Sie direkt gucken, weil jedes Mal, wenn er geht, unten ist der Kick. Ich weiß nicht, ihn vielleicht von hier oder etwas. Lange nicht gepflegt. Lange nicht gepflegt. Ah, ja, ja. Müsste jetzt nicht so haben. Ja. Ja, ja. Ja. Weil das kann man nicht garantieren, dass das danach einmal frei funktioniert. Und einmal aufgebaut ist die Kette halt auch aufgebaut. Also dann können wir sie nicht mehr zurücknehmen sozusagen. Bei Ketten sind eine Verschleißgeschichte. Ja, ja. Angel. Jetzt
Wanderangel hier. Ich bin schon mit Sprint. Okay, aber das packe ich jetzt erstmal beiseite. Das ist ein Horrorrad für mich. Ich schreibe nicht die ganze Zeit. 6 Bar. Oh wow. So, kommt mal mit. Ich muss nämlich jetzt hier hinten mal ein Rad vorbereiten. Genug draußen, Fachpalabert. Ich muss mal ein bisschen Geld verdienen hier auch. Der Kopf, wie gesagt, das ist mir alles viel zu schleppend, viel zu langsam. Also. Ja. Yeah. Das ist ein Antrieb. Ein Antrieb bringt immer okay Geld und ist auch schnell erledigt, wenn man es kann. Wenn man es nicht kann, muss man halt in eine Fahrradwerkstatt gehen. Und da bezahlt man halt dementsprechend dafür. Das ist die Arbeit 40 Euro, was ich daran verdiene. Der Rest sind Teile. Circa. Kommt drauf an, hier nehme ich auch bei dem ist ein Stammkunde recht gute Teile. Also nicht die billigsten, versuche immer noch die besten so rauszunehmen. Also eine vernünftige Kurbelgarnitur, eine vernünftige Kette, meist eine XT oder so. Eine vernünftige Kassette, was am schwierigsten geworden ist heutzutage, weil es keine vernünftigen Kassetten mehr gibt. In 8-fach, was das hier meistens ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-fach Kassette, noch schlimmer. Da kosten die XT-Kassetten zurzeit weit über 100 Euro. Wenn man da noch eine New als Stock kriegt. Und da muss man echt zurückgreifen auf die Ohr oder etc. Irgend so ein Schnulli, was ich sehr ungern mache. Aber immerhin wenigstens die Ohr, wenn man das noch kriegt, die Ohr. Tja. Deswegen Stammkunden nicht vergreizen, den wollen wir mal machen. Zack, zack, alles vorbereiten. Das will er nämlich nächste Woche wieder abholen. Kassette. Kette, Kettenrad, Garnitur, achso, 15 Eisen und dran. Nicht. So, haben wir. Na, haben wir doch hier schon mal gemacht hier, oder? Antrieb. Das sieht doch relativ frisch aus hier. Okay, dann wird es nämlich günstiger für ihn, Gott sei Dank. Das verschleißt nämlich nicht so schnell hier vorne, die Kettenradgarnitur. Wird wesentlich günstiger, das Ganze. Also es ist Kette und Kassette. Ja, obwohl, das ist aber, fährt der in der Mitte nur? Oh nee, der hat ein Blatt wirklich runtergerockt. Scheiße. Also doch ab, Entschuldigung, sagt man nicht. Vulgäre Ausdrucksweise. Also ich mache das immer mit Ansagen, ob die nur Kette wollen oder nicht, trotzdem immer mit Ansagen. Es kann sein, dass es hinterher gar nicht mehr funktioniert. Hier ist es sehr schade, weil eigentlich ist alles noch gut, bis auf der mittlere Kranz, den er offensichtlich immer fährt. Ja. Und der ist nämlich durch. Die Seite hängen wir auf, die Rest kommt im Schrott. So, und dann ist das auch schon hoch erledigt und vorbereitet. Dann machen wir jetzt die Kassette. Hi. Ja, hallo, sei ich. Jo, ich hab meine Angel vergessen, ne? Ich nehme mit. Ah, ja. Ja, du warst ja wunderbar. Mach mal. Ciao. So. Schau, da ist die Angel wieder weg. Doch kein frischer Fisch. Auf, hast du gesagt. Legen wir es mal dahin.
verbannt. Ha, Montage. So. Zack. Zack. In die Ecke stellen. Ja, jetzt Moment. Kommt noch ein Hüftgedraht rein. Kurbelgarnitur noch. Jetzt muss ich aufpassen. So, Vierkant ist er noch. Wunderbar. Auf alle Fälle ist das Fahrrad fresh from Italy. Oder so. Dürfen wir ja nicht zeigen. Via Privata Lorenzi. Via Privata Lorenzi. Na, es scheint sich ja wirklich um ein italienisches Produkt zu handeln. Aha! Aha! Das Fahrrad ist auf alle Fälle weiß verpackt. Weiß verpackt. Ja, auf alle Fälle wird es jetzt hier, kostet 1500 Euro. Ein richtiges Fahrrad. Ein echtes Fahrrad wohl. Ja, schauen wir uns gleich mal an. Ich gehe mir jetzt erstmal hinten waschen. OP ist vorbereitet. Wie fängt man da an? Na, die Sachen haben wir schon mal rausgekriegt. Am besten so. Nicht schlecht. Ist er noch was drin? Nee. Ab nach Italien. Zurück damit. Wow, ich tippe mal auf 12. Hä? Ich tippe mal auf 1,12. Was 1,12? Oh, die Leitung durch, ich nimm's. Nee, da habe ich drauf geachtet. Das ist den Deutschen hier, das deutsche Sicherheitsprogramm ist hier drin. Alles, was man braucht in Deutschland. Reflektoren ohne Ende. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Was? Cinelli. Es handelt sich um einen Cinelli offensichtlich. Auch kein Reinrasierer Cinelli mehr, aber immerhin. Ja, dieses Fahrrad wird aufgebaut nebst allen Sicherheitseinrichtungen, die in Deutschland nun mal ein Muss sind. 1760 Euro. Cinelli Cedeco heißt es. Cedeco. Rahmengröße S. Na. Made in Taiwan steht drauf, ich werde irre. Nein! Er ist doch ein Cinelli. Macht doch sowas nicht. Schreibt doch nicht auf euren Rahmen hier drauf Made in Taiwan und dann mit einem schief auf angelegten Aufkleber. Ich bin enttäuscht. Meine Welt bricht zusammen. Was muss denn ein Rad kosten, wenn man es in Europa fertigt? 1,8 ist ja jetzt nicht so wenig. Ich weiß nicht, also auf meinen steht drauf Made in Spain. So. Na Mensch, das ist doch scheiße. Nee, immer denn hier in die Kiste erstmal hin. Aber hier geht ein Grundschlag oben. Sei mal gewöhnt. Nicht hier Öl brauchen. Keine Pedalen, wa? Nein. Ich hab noch mal geguckt, was ohne steht eben. Ich
Ketten wechseln und die Schraube ein bisschen höher machen. Ja, habe ich auch gerade gesucht. Ach, hast du. Auch nicht drin. Ich fahre wieder ohne Pedal aus. Naja, aber dafür mit 8. Ich schätze mal, die waren hier mit drin. Wieso sind denn hier 8 Reflektoren? Naja, vor allen Dingen halt so viele. Warte mal, stimmt, hier ist was. Mhm. Pedal and Chainring Installation. Ja, gut. Wir haben aber keine Pedals. Sind aber nicht drin gewesen. Das habe ich ja gezeigt, siehst du? Keine Pedalen für den guten Mann. Na was? Der Kuh ihn an. Das ist der Reklamationsgutschein oder was? Danke, dass Sie ein Rad gekauft haben von uns. Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir diesen Preis nur ohne Pedalen können. Machen können. Ja, genau. Dann wollen Sie nochmal 200 Euro mehr. Die wollten ja keine 2000 zahlen. Weil man muss dann diese. Teflon, müsstest du vorne haben. Tommy, ich nehme mir mal das Trinkgeld und hier einen Döner holen. Ja, 2. Bitte, ich hab Hunger. Ja. So, mein Achim muss auch lernen. Oh, jetzt leg doch mal auf da oben, ey. Gut, ich muss nach oben. Erstmal sie zum Auflegen zwingen, die gute Frau. Telefonitis hat sie. Da hat sie schon so ein schönes Handy. Jetzt telefoniert sie nur noch mit, was weiß ich, mit dem Festnetz. Mit der Uni. Und hier haben wir keine Pedale mitbekommen. Schöne Takt, ja, alles tut es schön, aber keine Pedale. Ich weiß es nicht. Du freust dich drauf, du kriegst das Rad und dann packst du aus, hast 8 Reflektoren drin, aber keine Pedalen. Kinder, ey, was ist los bei euch? Man erreicht die auch nicht, die Leute. Moin, der Tommy aus dem Fahrradladen. Ich wollte sagen, der Rad wäre schon fertig, wenn Sie Pedalen mitgeliefert hätten. Jetzt hängt es hier rum ohne Pedalen. Also, wäre schön, wenn du vorbeikommst. Und ja, Gott sei Dank haben wir alles auf Video genommen. Also, es waren keine Pedalen bei, definitiv nicht. Reflektoren hast du reichlich bekommen, nur keine Pedalen. Also, bis später. Ciao, ciao. Jetzt wird sogar zugemacht hier. Jetzt werden alle rausgeschmissen, die hier drin sind sogar. Ach so. Also besser wird das nicht mehr. Da hast du einen Luftschutzkeller. Hab ich ja. Ja, ich nicht. Ja. Das ist auch alles. So, was steht das hier? Der nervt dann einen Hocker für mich übrig. Ja. Wenn wir Luftangriffe haben, dann kannst du auch hier runterkommen. Das geht dir auch. Vorher nicht. Ach so. Ich nehme dich beim Wort, ja? Ja, kannst du. Aber erst bei Luftangriffen. Bei Luftangriffen, ja. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass dann hier noch irgendwas steht. Bei den Luftangriffen ist klar. Ja. Alter, die halbe Stadt erstmal weggeklastert. So, weg ist er. Gut, Feierabend. Feierabend, wie der duftet. Und schwupps, weg war er! Das war sehr anstrengend. Riesig, merke ich schon. So, Sitz angeschlossen. Jetzt hoch da. Hoch noch. Hey, hey. Jetzt hoch da hoch noch, in der Öffentlichkeit. Gut!
Mann. Manfred. Ich bin auch jetzt schon fertig. Jetzt auf der Röhre. Jetzt ist ja schon 8 Uhr durch. Also, ich bin jetzt erst nach Hause gekommen. Und es war ganz schön stressig heute eigentlich, weil nichts richtig geklappt hat. Und was hat nicht geklappt? Nichts hat so richtig geklappt. Also ein bisschen gut, und jetzt muss ich mir die Pfoten waschen auf alle Fälle. Und irgendwann muss ich noch essen. Und dann geht's ab ins zum Schneiden eigentlich. Und dann, ja, gucken wir mal. Also, macht es gut, bis morgen. Wir sehen uns, dann bin ich allein im Laden. Morgen bist du alleine? Ja, bitte. Ach so, ist das Samstag. Also macht es gut, bis dann, ciao, sagte Tommy.